Hallo, grüß euch. Heute habe ich mal wieder eine Art Journal-Seite dabei, und zwar in meinem Mini-Travelers Notebook Art Journal. In dem habe ich in letzter Zeit öfters was gemacht. Da könnt ihr einfach mal die letzten Videos anschauen und ich verlinke euch hinten im Abspann nachher das Video, wie ich dieses Journal gemacht habe. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr es ja genauso machen. Ich verwende halt nur die Neo Color Crayons, also wasserlösliche Kreiden. Da könnt ihr entweder eben die Neo Color hernehmen oder die Stabilo Buddies oder die Gelatos. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben also eine Dauerbackmatte untergelegt, weil da funktioniert diese Technik besser mit diesem Nassmacher und dann das Papier draufdrücken, weil auf dieser Backmatte läuft die Farbe nicht zu einer so dicken Blase zusammen oder Pfütze. Das tut es auf der Glasunterlage schon, und bei dieser Backmatte, da bleiben dann öfters kleinere Punkte und es gibt einfach ein bisschen mehr Textur am Hintergrund. Für die Inserts von dem Travelers Notebook Journal habe ich Mixed Media Papier verwendet. Diesen großen Block von Kenson, der funktioniert da ganz gut. Und ich habe die Seiten auch nicht mit Gesso grundiert, also das funktioniert ganz einfach auf einem ganz normalen Papier. Ich habe da jetzt so ein bisschen viel Wasser in dieser Falte drin von dem Heftchen und dann nehme ich jetzt einfach so ein Küchentuch und saug das auf. Die Seiten trockne ich jetzt schnell mit meinem Heißluftföhn, damit ich gleich weitermachen kann. Ich finde das nur ein bisschen langweilig und möchte gerne ein bisschen mehr Textur haben. Und wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich total gern Farbspritzer mache. Das kann man mit den Neo Colors natürlich auch ganz wunderbar machen. Also, ihr seht schon, mit den Stiften kann man wirklich eine ganze Art Journal-Seite gestalten. Man braucht da gar nicht so viel Material. Und das ist ja immer so das Erste, was ich empfehle, wenn mir jemand fragt, ja, ich möchte damit mal anfangen, möchte es mal ausprobieren. Was soll ich mir denn kaufen? Und ich finde solche wasserlöslichen Kreiden sind einfach so vielseitig einsetzbar. Deswegen ist das immer das Erste, was ich empfehle. Und dann Gesso noch dazu, den kann man eigentlich auch ganz oft brauchen. Und ja, dann haben wir eigentlich schon was beieinander. Wenn man noch ein paar Stempel hat oder ein paar Schablonen, dann kann man das eigentlich schon mal ausprobieren. Meine Hauptmotive sind halt, möchte ich auf so alten Buchseite stempeln. Da habe ich so ein altes Kräuterlexikon von meinen Großeltern. Und die Seiten finde ich ganz toll. Die funktionieren nämlich auch mit Aquarellfarben ganz wunderbar. Die sind auch relativ dick. Und ja, meine, die Texte drauf sind so verschieden, wenn man es dann liest und dann geht es über irgendwelche Organe. Ist vielleicht nicht so prickelnd, aber meistens liest man es ja doch nicht. Damit der Hintergrund nur ein bisschen spannender wird, tue ich einfach nur ein paar Ticket-Stempelabdrücke drauf machen, weil da kann man jeden Hintergrundstempel verwenden. Jetzt habe ich mich nur für einen Bienenstempel entschieden und den stempel ich einfach ein paar Mal auf meine Seiten.
Ich finde, das passt gerade so gut zur Jahreszeit, weil alle Obstbäume gerade blühen und so viele Bienen unterwegs sind. Und jetzt hoffen wir mal, dass dieses Wochenende das wieder endlich wieder schön wird und mal ein bisschen Sonne rauskommt. Die Blumen habe ich mal jetzt ausgeschnitten und die möchte ich mit Gelmedium aufkleben, weil die sehr, doch sehr filigran sind. Da finde ich den Klebestick ein bisschen gefährlich, dass man was reißt. Wenn man das Gelmedium verwendet auf diesen Neocolors, muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man da zu viel schmiert, dann lösen sich diese Farben wieder an und verschmieren dann. Also da muss man einfach zügig arbeiten mit möglichst wenig Pinselstrichen. Und ihr seht schon, ich nehme auch keinen Pinsel. Ich nehme so einen Teigschaber, aber den nehme ich eigentlich immer her für Gelmedium, weil der viel leichter zum Reinigen ist, weil der weniger Struktur reinbringt beim Auftragen. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Die Blumen koloriere ich jetzt noch und dafür verwende ich auch die Neocolors. Da habe ich mir jetzt ein Gold ausgesucht für die Bladel. Das soll Metallic Gold sein. Ich finde jetzt nicht, dass die so toll sind. Also wenn sie wirklich metallic glänzende Farben wollt, dann da die mal da was anderes suchen. Vielleicht einfach Metallic Aquarellfarben. Es gibt Metallic Acrylfarben. Aber die sind jetzt eher sehr schwach metallic. Und nur dazu, weil es jetzt da mit Wasser verdünnt, dann bleibt vor dem Metalleffekt nicht mehr so viel übrig. Ihr habt wie immer unten in der Videobeschreibung den Blogpost verlinkt, da könnt ihr euch Fotos von der Seite anschauen und ich habe auch unten alle Stempelsets, die ich verwendet habe, eingeschrieben. Ich möchte die Blumen ein bisschen mehr hervorheben. Ich finde, die verschwinden so fast im Hintergrund und deswegen habe ich jetzt diesen schwarzen Crayon hergenommen und die auch mit Wasser verdünnt und ich mache jetzt quasi einen Schatten rund um die Blumen, damit die ein bisschen auffälliger werden.
Das ist auch ein Grund, warum ich G-Medium verwendet habe, weil wenn man das jetzt nur mit so einem Klebestick macht und dann verwendet man rundum so viel Wasser, da kann sich das Motiv leicht wieder ablösen. Ja, und das war's für heute eigentlich schon. Meine Seite ist so gut wie fertig. Es kommt nur Titel drauf. Da könnt ihr es sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch ein super sonniges Wochenende. Pfiat euch!